Die Z21 Startbox plus Multimaus ist angekommen von Rocco. Plus Handbücher, wie ihr sehen könnt, und Kabeln. Ich habe das ganz günstig bekommen übers Internet und das ist der Beginn einer neuen Ära sozusagen. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf digital umsteigen, eben von Rocco. Ich habe mich deswegen entschlossen, weil Kleinbahn offensichtlich, wie es aussieht, aufhört und einerseits eben analog ist, was ich habe, andererseits auch Angst aufgekommen ist, dass ich dann gewisse Teile nicht mehr bekomme, die ich benötige. Aber auch, weil ich gesehen habe, wie toll digitale Anlagen sind und auch laufen können. Das bedeutet jetzt in Zukunft für euch auch, dass ihr in diese Richtung Videos bekommt. Es wird in den nächsten Wochen dann einmal damit begonnen werden, dass wir eine Anlage grundlegend einmal ein Gleis aufbauen werden. Und das könnt ihr schon dann beobachten über Videos, die ich auf YouTube-Kanal diesen stelle. Aber auch, wie ich die Landschaft gestalten werde und eben auch die Loks, die neuen plus die Waggons, wie das dann alles funktioniert. Auch Tipps vielleicht, die ich dann herausbekomme, wie man diese Anlage eben zum Laufen bringt. Ich werde aber auch jetzt schon bei diesem Video verlinken, etwas zu Rocco hin, die auch diese Box und diese Multimaus erklärt. Das bedeutet jetzt aber auch, dass ein großes Projekt vor mir steht und ich euch vieles zeigen werde können, auch besonders was die Landschaftsgestaltung betrifft und den Modellbau. Ich habe da einiges vor, denn die Fläche wird 2 Meter mal 1,40 Meter sein und das ist dann in nächster Zeit und wahrscheinlich nächsten Monaten dann sehr viel Arbeit, die da vor mir steht, aber da werdet ihr einiges dann sehen können, auch eben sehen können, wie man eben Felsen macht, wie man Flüsse macht, wie man Wasserfälle macht, aber eben auch gewisse Modellbauten. Möchte einen Leuchtturm bauen, ich möchte auch viktorianische Häuser bauen. Einen Bahnhof möchte ich nachbauen, der bei uns hier in der Gegend ist und sehr alt ist. Die Bahnstrecke ist eben eingestellt worden, aber der Bahnhof, den gibt es noch immer. Bahnhof Maria Elend in Rosenthal in Kärnten. Ein sehr wunderschöner Bau, der auch vor, naja, fast 30 Jahren in einem Film verwendet wurde, wo Michael Douglas und Melanie Griffith gespielt haben. Ich glaube, der Film hat geheißen Licht in dunkler Nacht oder so. Da wurde der Bahnhof verwendet, um einen Schweizer Bahnhof darzustellen. Er ist wirklich schön, den möchte ich als meinen Bahnhof dann hier nachbauen. Bin gerade auf der Suche nach Plänen, aber auch wenn ich diese nicht bekomme, werde ich einiges an Fotos machen und anhand der Fotos dies nachbauen. Also ihr seht, es wird sich lohnen, in Zukunft auf meinen Kanal zu kommen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr eben meinen Kanal abonniert, auch die Glocke nimmt, dass ihr nichts versäumt. Und ihr werdet dann einiges wahrscheinlich lernen können. Aber auch, wie gesagt, mein Kanal soll auch dafür da sein, dass ich von euch lerne. Das heißt, wenn ihr unten in den Kommentaren mir Tipps gibt, auch Kritik, ich nehme das immer ernst und mir ist lieber, wenn ihr euch einen Daumen nach unten gebt, dass ihr das auch bitte kommentiert, denn ich möchte hier lernen und möchte auch sehen, wo ich mich verbessern kann und was ich verbessern kann. Und das würde mich echt freuen, wenn ihr da mit mir gemeinsam sozusagen diesen neuen Weg geht und das auch betrachtet, wie das jetzt dann über Rocco Digital in Zukunft weiterläuft.